herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Svenja Strickt. Für alle, die mich vielleicht noch nicht kennen sollten und heute das erste Mal auf meinem Kanal stoßen, ich bin Svenja und ich teile hier auf YouTube seit ja, ein paar Monaten jetzt mittlerweile meine Strickprojekte in Form eines Strickpodcasts. Heute soll es aber mal ein anderes Video geben. Und zwar möchte ich heute mit euch einige Strickanleitungen zu Pullovern im Strukturmuster anschauen. Das ist so neben dem Stricken etwas, was ich einfach auch wirklich sehr gerne mache, nach neuen Anleitungen stöbern zu potenziellen Projekten, die ich mir vorstellen könnte zu stricken. Ja, und ich gucke selber diese Videos, in denen Anleitungen vorgestellt werden, besonders im englischsprachigen Bereich super gerne und habe gedacht, das wäre ja etwas, was wir auch für den deutschen Strick-YouTube-Bereich etwas mehr etablieren könnten. Und bin ganz gespannt, wie euch das Video gefallen wird. Lasst mir gerne mal Feedback da. Ja, ich habe unterschiedliche Anleitungen rausgesucht mit unterschiedlichem Strickniveau. Also ich würde sagen, das ist jetzt für ja, schon ein bisschen erfahrenere AnfängerInnen bis ja, ExpertInnen ist für jeden was dabei. Ich ja, hoffe, dass es euch gefällt. Der erste Pullover, den ich euch gerne vorstellen möchte, ist der Corsehaven Sweater von Stricke Café. Der Pullover wird auf einer 6 mm Nadel gestrickt und hat so ein, ja, wie ich finde, ziemlich besonderes geflochtenes Korbmuster als Grundmuster. Und ja, in der Anleitung ist die vorgeschlagene Farbe so ein beige-braun und ich muss sagen, ich kann mir den auch vor allen Dingen sehr, sehr gut in so Naturfarben vorstellen. Also jetzt so eine Farbe, wie eben das Originalbild der Anleitung hat, finde ich total toll. Aber ich kann mir den auch in einer noch helleren Farbe vorstellen oder in so einem richtig braunen Braun. Ja, auch in einem melierten Garn. Also ich würde sagen, das passt an der Stelle alles ziemlich gut. Und ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass es so eine hohe Nadelstärke ist, dass der auch echt fix gestrickt ist. Und ja, der hat ein großes Potenzial, auf meine innere Strickliste zu kommen, die ich nirgendwo aufgeschrieben habe, sondern wirklich nur so in meinem Kopf habe. Ich finde den wirklich sehr, sehr schön. Offensichtlich, sonst würde ich ihn euch nicht vorstellen, nicht wahr? Aber ja, ist wirklich ein besonderes Muster, was aktuell nicht so viel gestrickt wird, würde ich sagen. Also mal ein bisschen was anderes. Ja, der nächste Pullover, den ich euch gerne vorstellen möchte, ist der Ingrid Sweater von Petite Knit. Den kennen sicherlich auch sehr viele von euch. Das Strukturmuster besteht da aus ja, einer Art Streifen, breite Streifen. Und die Damenversion, die ich euch jetzt hier vorstelle, besteht aus einem doppelten Perlmuster. Schmalen Streifen mit einer Lochmusteroptik, einem Rippenmuster und so einem Diamantenmuster. Auf Englisch heißt das Mock Cable. Ich glaube auf Deutsch tatsächlich Diamantmuster, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, ich habe den Pullover in der Herrenvariante gestrickt und muss sagen, der ist eine super große Empfehlung von mir. Ja, die Maschenprobe sind 20 Maschen auf 30 Reihen. Und der wird mit einer 4 mm Nadel gestrickt. Das vorgeschlagene Garn blende ich euch immer dazu ein, weil ich glaube, das ist ein bisschen viel, wenn ich das jedes Mal dazu sage. Ja, sehr, sehr schöner Pullover. Also ich möchte sehr gerne auch mir irgendwann so einen stricken. Auch wenn ich schon eine Herrenvariante für meinen Freund gestrickt habe und ja auch gerade für meinen Vater einen Pullover davon stricke. Ich glaube, ich brauche auch so einen. Definitiv brauche ich auch so einen. Ich finde die graue Variante, die Mette in der, als Anleitungstitelbild benutzt hat, finde ich sehr schön. Ich kann mir den auch in einer beigen Farbe sehr gut vorstellen oder vielleicht auch in einer pastelligen Variante, also so ein helles Lila oder vielleicht auch, ich weiß nicht, vielleicht würde der auch in einem Pink gut aussehen oder in einem Olivgrün. Da sehe ich den auf jeden Fall auch. Ich glaube, die Farbe darf nicht zu dunkel sein, damit das Muster nicht verschluckt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei dem Pullover leicht passiert, gerade im Bereich des Perlmusters. Als
Als nächstes möchte ich über den Auguste-Sweater von Colibri bei Johanna sprechen. Das ist eine Raglan-Konstruktion mit einem abwechselnden Zopfmuster und glatt rechts gestrickten Streifenmuster. Das Besondere an dem Pullover ist, finde ich, dass die Raglan-Linien eben auch aus Zöpfen bestehen. Das finde ich total schön. Also wirklich auch was Besonderes. Klar, das gibt es auch in anderen Designs, aber ich finde, dass es besonders aussieht. In der Anleitung sieht es so aus, als wäre es ein relativ kurz gearbeiteter Pullover auf einer 4,5 mm Nadel mit einer Maschenprobe von 23 x 32 Maschen. Ja, ein sehr, sehr schönes Design. Ich glaube, nicht gerade unanspruchsvoll. Also ich habe ja in meinem vergangenen Strick-Podcast berichtet, dass ich gerne den Auguste Cardigan stricken möchte. Und ich habe tatsächlich auch schon einen ersten Versuch gestartet, das zu tun. Und muss sagen, das ist also für mich, für mein Strickniveau, ich stricke ja jetzt seit Dezember 2022, ich fand es nicht unanspruchsvoll. Also gerade dieses, dass ganz viel parallel passiert, das Strukturmuster, Raglan-Zunahmen und so weiter, das ist auf jeden Fall nichts für Leute, die Anfänger sind. Also ich glaube, so einen gewissen Strickfortschritt sollte man schon gemacht haben. Also ich weiß auch noch nicht, ob ich vielleicht ein bisschen überfordert bin mit der Anleitung, aber wir werden sehen. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr schöner Pullover, der hier in der Anleitung in so einem Hellbraun gezeigt wird. Ich kann mir den aber auch ganz, ganz gut in Pastellfarben vorstellen. Also vielleicht in so einem Mintgrün oder auch in einem Gelb oder einem Pink. Also das wäre, glaube ich, sogar was, was ich mir auch für mich vorstellen könnte in einer solchen Farbe. Ich bin ja sonst eher so Fan von gedeckteren Farben, aber den kann ich mir, wie gesagt, auch sehr gut in Pastellfarben vorstellen. Ja, oder in einem Grün irgendwie, oder in einem hellen Blau. Also ich glaube, dass das Zopfmuster da besonders schön zur Geltung kommt. Ja, sehr schönes Design auf jeden Fall. Der nächste Pullover ist der Field Sweater von Camilla Vad oder Camilla Vad. Ich weiß nicht so richtig, wie man das ausspricht. Auch ein sehr besonderer Pullover, wo der Name Programm ist. Also Field Sweater, Feldpullover. Das Strukturmuster, was in der Rundpasse gearbeitet wird, besteht aus so Stichen, die aussehen wie Kornähren. Also ja, ich finde sehr, sehr schön. Offensichtlich, sonst wäre er hier nicht in der Vorstellung gelandet. Der wird mit einem DK-Weight-Garn gestrickt, mit einer Maschenprobe von 20 Maschen mal 28 Reihen. Auf einer Nadelstärke von 4 mm. Also ja, auch ein sehr, also ich finde ein sehr besonderer Pullover. Ich glaube aber, dass der ziemlich anspruchsvoll ist. Also das ist, glaube ich, nichts, was man als absolute Anfängerin so anschlagen sollte. Mir gefallen die Designs, die hier auf Ravelry zu sehen sind, alle total gut. Also es gibt Varianten, da ist das Strukturmuster einfach in derselben Farbe wie der Rest des Pullovers gearbeitet. Aber es gibt auch Varianten, da sind diese Kornähren farblich abgesetzt gearbeitet. Ich schaue mal, ob ich euch davon auch ein Foto einblenden kann. Finde ich beides total schön. Ich glaube, dass ich aufgrund des Themas des Pullovers den auch in so einem Senfgelb oder in so einem Beige sehr, sehr schön mir vorstellen kann oder sehr gut mir vorstellen kann. Vielleicht auch tatsächlich mit einem ganz leichten Tweedgarn, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, den grauen Pullover, der hier in der Anleitung ist, den finde ich aber auch toll. Aber ja, ich glaube, wenn ich ihn stricken würde, würde es tatsächlich irgendwie in Richtung Senfgelb gehen. Oder ein Beige. Ich glaube, das wären die Varianten, für die ich mich entscheiden könnte. Ja, ganz toller Pullover auf jeden Fall. Der
Ja, den habe ich schon ab und zu mal so auf den sozialen Medien gesehen, aber nicht so sehr viel. Ich weiß nicht, hat den schon jemand von euch gestrickt? Wenn ja, schreibt doch mal in die Kommentare, teilt gerne mal, welches Anforderungsniveau ihr der Anleitung zuordnen würdet. Also auf den ersten Blick würde ich sagen, das ist nichts für Anfängerinnen. Dennoch sehr schön. Ein weiterer Pullover, der relativ anspruchsvoll ist, ist der Arctic Light Sweater von Kutova Kika, aka Veronika Lindberg. Beziehungsweise andersrum. Es ist Veronika Lindberg, aka Kutova Kika. Ja, das ist ja wie auch schon der Auguste-Sweater, ist es hier in der Konstruktion so, dass der die Raglan-Linie, die Raglan-Konstruktion mit einem Zopfmuster gearbeitet ist, was ich wirklich super schick finde. Also das entspricht sehr meinem Geschmack. Und der gesamte Pullover ist eigentlich mit verschiedenen Zöpfen gearbeitet. Ein sehr, sehr, sehr tolles Design, das sie da gezaubert hat. Er wird auf 5 mm gestrickt, wenn ich das richtig sehe. Ja. Sehr, sehr schönes Design, das in der Kombination aus einem Strang DK Weight Garn und einem Strang Lace Garn gestrickt wird. Und hier auf Ravelry, wenn ich mir das so angucke, als relativ schwierig eingeschätzt wird. Ich hätte den auch als relativ schwierig eingeschätzt, so auf den ersten Blick. Ja, die Maschenprobe ist eine Maschenprobe von 22 Maschen mal 26 Reihen. Ja, ich glaube, es ist wirklich etwas für fortgeschrittene Strickerinnen, aber ein wirklich sehr schönes Design. Also, ja, ich sage das wahrscheinlich jetzt bei jedem Design dazu. Es ist offensichtlich, dass ich sie alle schön finde, den ich mir wirklich in diversen Farben vorstellen kann. Also die beige, helle Farbe, die sie als Anleitungstitelbild gewählt hat, finde ich toll. Den blauen Sweater davon finde ich auch total toll. Aber ich kann ihn mir auch in einem Rostton sehr, sehr gut vorstellen oder in einem hellen Braun. Aber ich glaube, das ist auch ein Pullover, den ich mir wirklich in knalligen, farbenfrohen Farben sehr gut vorstellen kann. Ich glaube, eine pinke Variante davon wäre auch total schön. Oder ein Grün. Das ist durchaus ein Pullover, den ich auch vielleicht irgendwann gerne mal machen möchte. Ja. Aber auch ziemlich anspruchsvoll. Also wenn ich mir das hier auf Ravelry angucke, dann wird der schon von der Schwierigkeit ziemlich hoch eingestuft. Ja, ein vom Anforderungsniveau deutlich leichteres Projekt ist der Storm Sweater von Petite Knit. Den trage ich auch gerade. Menschen, die meinen Strickpodcast schauen, werden ihn sicherlich kennen. Das ist mein Storm Sweater. Habe ich den in diesem Jahr fertiggestellt? Nein, das war noch im Dezember. Ich musste gerade kurz nachdenken. Das war noch im Dezember. Er ist aber noch nicht sehr lange fertig. Und ja, das ist eben auch ein Pullover im Strukturmuster. Das Strukturmuster besteht aber nur aus linken und rechten Maschen, ist vom Anforderungsniveau also wirklich niedrig und durchaus ein Pullover, den ich als ersten Strukturmuster-Pullover empfehlen kann. Sicherlich kennen ihn sehr viele von euch. Er kursiert ja gerade wirklich auf den sozialen Medien sehr stark. Und ja, ist aber auch wirklich ein schönes Projekt. Also hat durchaus seine Berechtigung, dass das so ist. Der wird auf 4 mm Nadeln gestrickt und das original empfohlene Garn ist das Peer Gynt von Sandnes. Ja, ich habe ihn mit der Charisma von Drops gestrickt und kann euch ein paar Tragebilder einblenden von ein bisschen weiter weg, die einige von euch auch schon gesehen haben. Ich blende sie trotzdem nochmal ein für diejenigen, die heute vielleicht das erste Mal zuschauen. Ja, ein Projekt, das ich durchaus empfehlen kann und ich finde, der ist auch sehr wandelbar. Also der sieht in sehr vielen Farben wirklich sehr gut aus. Ich glaube, wenn ich ihn nochmal stricken würde, würde ich ihn mir in einem hellen Grau stricken. Das finde ich besonders schön. Ich mag meine Farbe auch. Das ist ja hier so ein Taubton. Aber so ein ja wirklich helles Grau oder ein Beige fände ich auch ganz toll. Ich kann ihn mir in knalligen Farben
auch vorstellen, aber ich würde wahrscheinlich hier echt eher so einen neutraleren Ton für mich persönlich wählen. Ja, das ist der Storm Sweater. Ein weiterer Pullover, der auch noch nicht so lange auf dem Markt ist als Anleitung, ist der Sweater Number 27 von My Favorite Things Knitwear. Der ist im November letzten Jahres erschienen, meine ich, und wird auf 5 mm Nadeln gestrickt, wenn ich das hier richtig sehe. Das ist auch ein Pullover mit streifigem Strukturmuster, also mit wesentlich schmaleren Streifen als jetzt der Storm Sweater hier. Und der Musterrapport besteht aus einem Lochmuster, kraus rechts gestrickten Reihen und glatt rechts gestrickten Reihen. Und ja, hat so einen kleinen. Es ist kein Rollkragen, es ist ein Turtleneck, wenn es nur hoch steht. Ich glaube schon, ne? Aus einem Turtleneck-Kragen. Ich finde den wirklich sehr schön. Habe ihn auch schon sehr viel auf Instagram gesehen, aber würde ihn tatsächlich auch ziemlich gerne stricken. Ich könnte ihn mir sehr gut in einem hellen Ton vorstellen, aber was ich auch ganz spannend finden würde, wäre ein schwarzer oder ganz dunkelgrauer Pullover in diesem Design. Ja, sehr schön auf jeden Fall. Ja, der Sweater Nummer 27 ist wirklich so ein ja, Strukturpullover mit so einem kleinen Twist durch dieses Lochmuster, finde ich. Also der Rapport besteht eben aus diesem Lochmuster, kraus rechts gestrickten Reihen und dann glatt rechts gestrickten Reihen. Und ich finde den wirklich sehr schön. Also er gefällt mir sehr gut. Und auch dieses Detail mit dem Turtleneck ist wirklich ganz toll anzusehen. Ich habe gerade noch mal auf Ravelry nachgeguckt. Das habe ich ja hier parallel geöffnet. Und die Schwierigkeit wird tatsächlich höher eingeschätzt, als ich das so auf den ersten Blick gedacht hätte, wenn ich mir das Muster angucke. Ich denke aber, der Musterrapport ist nicht so sehr schwierig. Also weiß nicht, woher diese Einschätzung kommt, warum er doch gar nicht als ganz so einfach eingeschätzt wird. Ja, ein weiterer Pullover von My Favorite Things Knitwear, den ich euch vorstellen möchte, ist der Sweater Number 18. Den kennen wahrscheinlich viele Personen auch schon, aber das ist auch durchaus ein Pullover, den ich sehr schön finde und mir gut vorstellen kann, dass ich ihn irgendwann stricke. Das ist ein Pullover mit einem übergroßen Schnitt in dem Strukturmuster gearbeitet, der auch nur aus rechten und linken Maschen besteht. Also ähnlich wie der Storm Sweater wahrscheinlich nicht allzu schwierig. Ich habe ihn selbst noch nicht gestrickt, aber das ist jetzt meine Einschätzung, wenn ich mir das Strickmuster angucke. Ja, der hat eine Maschenprobe von 16 mal 24 Maschen und wird auf 5 mm Nadeln gestrickt. Also vermutlich auch ein Pullover, der relativ schnell von der Hand geht. Und ich könnte mir vorstellen, gerade wenn man in das Strukturmuster stricken einsteigen möchte, der ziemlich motivierend sein könnte, einfach weil es so relativ fix vorangeht. Ja, das Titelbild von der Anleitung, da ist der Pullover in so einem Beige-Ton gestrickt. Ich kann ihn mir aber auch super gut in einem Weiß vorstellen oder in einem Dunkelbraun. Ja, aber auch knallige Farben. Also ich glaube, der ist so schlicht vom Muster, dass der auch in knalligen Farben richtig, richtig gut aussehen könnte. Also da kann ich mir, oder ein Pastelltönen, also ein knalliges Pink kann ich mir gut vorstellen oder so ein Grasgrün, das fände ich, glaube ich, auch ziemlich schick dazu. Ja, aber natürlich auch einfach diese Naturtöne, also so beige, braun, vielleicht auch ein Grau. Ich glaube, das ist eben so ein, ja klar, Strukturmusterpullover, aber noch so schlicht, dass der auch ein gutes, ja, so ein Statement-Teil im Kleiderschrank werden kann, zu dem man immer mal wieder greift, wenn man nicht so richtig weiß, was man anziehen soll. Also kann ich mir in so einer Funktion ganz gut vorstellen. Ja. Das waren die Pullover im Strukturmuster, die ich euch gerne einmal vorstellen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so ein bisschen zu stöbern. Und vielleicht habt ihr auch ein paar Inspirationen gefunden.
Ja, lasst mir gerne mal Feedback da, wie ihr das Video fandet, ob ihr solche Inspirations-Anleitungsvideos gut findet. Und ja, wir sehen uns wahrscheinlich das nächste Mal zu einem Strick-Podcast und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.